Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Ellies Part ist abgeschlossen. Abbys Part beginnt jetzt natürlich, wie jede gute Videospielgeschichte, erstmal mit einer Tragödie. Aber dann wird es eigentlich ganz nett, finde ich. Mal schauen, ob ich das jetzt beim zweiten Mal durchspielen auch noch so empfinde. Natürlich voller Drama und voller, ne, das ist ja klar, aber im Vergleich zu der ersten Hälfte des Spiels ist das fast schon eine Erleichterung, was jetzt kommt. So, wir spielen die 4 Jahre jüngere Abby auf der Suche nach ihrem Vater im idyllischen Birkenwäldchen. Komm schon! Mach das doch nicht andauernd! Dad! Wo steckst du? So, schauen wir uns gleich mal ein bisschen um. Aha! Ich wollte gerade sagen, viel werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Aber ein Flyer für den Zoo. 20 Jahre zu spät. Tja, warme Lichter begrüßen Sie zu einer wunderbaren nächtlichen Reise durch den beleuchteten Wald, einen Sternentunnel und zahlreiche verblüffende Lichtinstallationen. Besuchen Sie unsere tierischen Freunde in festlicher Stimmung. Und ja, die Rentiere sind wieder da. Jetzt Ticket sichern. 14. Dezember 2013 bis 1. Januar 2014. Eins kaufen und das zweite zum halben Preis sichern. Eichhörnchen. Cool. Eichhörnchen. Nicht schlecht. Das. Ne, da reden wir. Ich spoil nicht mal Kleinigkeiten. Da reden wir drüber, wenn es soweit ist. Hat geklappt. Hier geht's nicht durch. Vielleicht komme ich aufs Dach. Eine Münze. Mal einer an. 1978. Cool. Liegt hier so auf dem Müllcontainer. Wer hätte das gedacht? Soll ich aufs Dach eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, oder? Okay. Gut gemacht, Abby. Oh nein! Abs! Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na hier. Oh. Weißt du. Immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Der Kerl ist, finde ich, der Vater von ihr hier. Ich finde erstens, die deutsche Synchro ist leider nicht so gut von dem. Aber zweitens ist der gerade im Englischen sehr stark Nathan Drake. Aber auch von Da der wusstest du, Mimik wo ich her. bin. Owen hat mich verraten, oder? Das ist dein Job. Es war unser Geheimnis. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Sie hat wohl eine Abkürzung genommen. Hey, hab was gefunden. Wow.
1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Apps, da. Let's quit. Ich hab's schon gesehen. Ich hab ihn schon gesehen. Ach so. Der redet von was anderem. Na gut. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich habe dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Nein! Das ist nicht gut. Herbst? Los, komm! Wie sind das Zebra bitte da doch gekommen? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Oh Mist. Herbst. Was? Wir müssen sie losschneiden. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Herbst, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam! Langsam! Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad? Gehen wir. St. Mary Hospital. Das wollte ich vorher eben nicht sagen, aber das ist ganz nett, weil hier an der Stelle man eben dieses Zebra rettet, das Trächtige. Und das ist auch ganz nahe der Stelle der Giraffenszene aus dem ersten Teil. Hier ist quasi, auch wenn es hier ein bisschen düsterer ist, ein bisschen ne, gleich wieder mit Verletzungen und Schmerzen verbunden, aber im ersten Teil hat man quasi diesen...
Moment des Aufatmens im Grunde, diesen Moment der Leichtigkeit, da gleichzeitig so ein Vater-Tochter-Moment zwischen Joel und Ellie ist mit den Giraffen. Und hier hat man ganz in der Nähe, und zwar ungefähr zur gleichen Zeit, diese Vater-Tochter-Szene mit Abby und ihrem Vater, was hier quasi schon so ein bisschen diese Überschneidung zwischen Abby und Ellie darstellt, die beide eigentlich ein sehr ähnliches Schicksal teilen und von sehr ähnlichen Motivationen eigentlich getrieben sind. Aber ja, weiter geht's. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Ist er immer noch hier drin? Ist das? Abby. Nein! Abby, nicht hin! Nein! Abby. Nein! 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 Joel! Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Ah! Nein! Schmor in der Hölle, Pendejo. Ich bring euch um. Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er.
Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Was sonst was? Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht! Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur. Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vámonos. Okay. Mist, mein Nacken. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Hallo, Miss Potts. Hallo, Manny. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Ich bin noch da, keine Sorge. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst. So, das ist, finde ich, auch sehr schön, dass wir hier jetzt quasi die andere Seite sehen. Die Wolves, die wir bisher immer nur als diese relativ gesichtslosen Feinde gesehen haben. Wobei eigentlich schon von Anfang an klar ist, dass da mehr dahinter steckt, hinter denen. Das Spiel gibt sich Mühe, die Gegner sehr stark zu vermenschlichen. Ich freue mich auch, Abby. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Seravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Möge die Macht mit dir sein. Na komm, lass es raus. Wir sollten ihre Mutter besuchen. Ich habe gehört, es nimmt sie sehr mit. Eine Mutter sollte nicht ihr Kind begraben müssen. Kinder. Hey, Sir. Ah, Abby. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ach, hab's versucht. Er steht mir. Du wärst horrible. Bueno. Wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Irgendwie war sein Bauch gerade komisch. Als hätte er... Ja, hier, guckt, genau, wenn er nach vorne gebeugt sitzt, passt. Aber sein Bauch verändert sich nicht, wenn er sich hochbeugt. Und dann hat er eine komische Delle. Naja, mein Gott. Verzeihung. Da muss ich husten. Die Waffen sind zuverlässig. Okay. Ich kann doch nicht wirklich glauben. Ich meine, es gibt noch Hunderttausende von Sündern außerhalb der Kutschett, oder? Wer weiß schon, was diese Arschlöcher denken. Sie glauben, bestimmte Erde reicht nur bis zur Mauer und dahinter ist ein tödlicher Abgrund. Verdammte Idioten. Warum müssen die ausgerechnet hier sein?
Ich habe mich verschluckt. Ich habe vorher ein Brot gegessen, so ein Vollkornbrot. Und da war ein Krümel noch irgendwie zwischen meinen Zähnen. Und an dem habe ich mich jetzt gerade verschluckt. So ein Korn. So ein kleines Korn. Heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Lenny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so peinlich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Dafür, dass das mit den drei Burritos bei denen so schnell ging, stehen die aber schon sehr lange in der Schlange. Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Du hast im Deutschen keinen Akzent. Wollte ich nur mal gesagt haben. Die machen aber auch nichts, oder? Die stehen da und gucken blöd. Vielleicht hat der ungefähr 400 Burritos bestellt, der Kerl hier mit dem blöden Pferdeschwanz. Deswegen dauert alles so lang. Nein, ich bediene diesen Herrn nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie, vielleicht sind die beleidigt. Guck, wie die sich anschauen. Ich glaube, da war letzte Nacht irgendwas bei den beiden. Und jetzt. Ja, ja. Na gut, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wie seine Burritos hält. Irgendwie sieht das lustig aus. Glaubt ihr, gefällt's mich zu quälen? Köstlich. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Das ist echt schön gemacht, wie die Burritos essen, ne? Irgendwie. Macht euch für den Big Reveal bereit. Ach so, nee, der Big Reveal kommt erst noch. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Ah ne, da ist er doch schon, der Big Reveal. Guckt. Diamond City. Im Grunde. Eine ziemlich große Community, die sich hier innerhalb eines Stadions niedergelassen hat. Cool eigentlich, ne? Wissenschaftlerin, hm? Ha. Wie? Haben Wissenschaftlerinnen keine BHs an normalerweise? Oder in was genau? Ich mach das später. Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock auf ein Abspül-Minispiel. Das muss nicht unbedingt sein. So Leute, bevor Abby jetzt irgendwas aus dem Rucksack zieht und dann wieder eine Rückblende kommt oder was weiß ich was, machen wir jetzt für heute Schluss. Morgen geht's genau hier weiter. Macht's gut, bis dann, ciao.